Ja, halli, hallo, liebe Reparatur-Kids-Freunde oder so. Ich bin's, der Tenchi, und zusammen mit dem Ultbull spielen wir Victoria. Du Arsch. Wieso? Together. Du brauchst ja nicht Reparatur-Kids-Freunde sagen, sondern nur Reparatur-Kids. Na, ja, ja, genau. Ja, ich dachte auch so, ja, die coolen Kids, ne? Reparatur-Kids. So, Leute, wir sitzen hier gerade in dem Support-Zug, der ja alles supportieren soll. Und hier habe ich mir ein bisschen, haben wir uns ein bisschen angeschaut. Wir haben alles gebaut, was wir bräuchten für unsere Waschanlage. Hat echt eine Weile gedauert. Hoffen wir, genau. Und ich habe mir nochmal angeschaut. Also passt auf. Als erstes fährt er zum Bahnhof, ne, zum Holzbahnhof hier hinten. Dann fährt er wieder gerade, also richtig rum fährt er dahin. Fährt richtig rum zum Holzkohle. Fährt richtig rum zum Ölbahnhof oben. Fährt falsch rum wieder raus. Fährt hier dann hier rein und fährt richtig rum wieder raus. Dann fährt er hier unten zu uns und fährt wieder richtig rum in den Hauptbahnhof ein. Der ein ganz schön krasser Umweg ist, weil da muss er wieder hier hochfahren, sinnlos, aber passt schon. Es müsste also funktionieren. Wir fahren mal ganz kurz zu Holz, beim Holz vorbei. Bist du drinnen, Old Bull? Ja. Wir müssen mal zum Holz vorbei, weil wir sitzen hier schon die ganze Zeit in diesem Supportzug und hier drüben fehlt, glaube ich, Reparaturkits. Ja, los, wir fahren einfach mal die Strecke komplett ab. Das Problem ist nur, wir könnten, glaube ich, auf einen Stau stoßen, weil der normale Zug, dieser Bauzug, der hin und her fährt, der benutzt noch nicht die richtigen Gleise oder so. Also da kann ein Stau passieren. Ja. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Alter, wie lang. Der stotzt so, alles so stottrig so, ey. Ja. Obwohl wir eigentlich 59, irgendwas FPS haben, aber es ist einfach. Kurzzeitig sogar mal 60, aber. Ach, hier wird bloß geballert. Ich habe noch ein paar Nullzeit-Dinger gemacht. Die haben wir noch Verteidigungskits hier. Verteidigungskits vor allem. Hm. Auf zum nächsten. Die haben noch genug. Aber die kriegen nicht down, kann das sein? Ich glaube auch. Scheiße. Kämpfen da ein bisschen. Wir haben ein bisschen mitgeschossen aus dem Zug. Ja, aber das kann jetzt ewig so dauern, aber ist egal. Das ist bestimmt das, was die Düsings immer verursacht. Sicher. Ich werde auch wieder richtig rum rein. Die haben aber auch noch genug Zeug rumliegen. Da ist besetzt. Ja, kacke. Fahr zu, du komischer Kohlezug. Ja, ich komme an den nicht ran, der ist so weit weg. Warte, ich steig mal kurz aus, ey. Beschimpf mal den Typen, ey. Ey, wisst ihr überhaupt, wer hier sind? Hier sind die Chefs. Die Chefs sind da, die wollen ja durch. Ach so, ich muss den anderen Zug erst dazu machen, sonst wäre ich vielleicht doch rangekommen. So, verpiss dich, komm. Danke. So. Ja, das wird ja in der nächsten Version, also mit der Steam-Version, wird das ja alles ein bisschen anders, ne? Das wisst ihr wahrscheinlich schon, weil ihr habt die wahrscheinlich. Ja. Aber da gibt es ja die Übersichten über die Züge und das ist so richtig cool. So ein Zug-Overlay. Mal gucken. Ist jetzt einfach nur durchgefahren? Ja, ich bin einfach durchgefahren, weil hier ist ja noch Zeug da. Ja, ich fahre einfach dahin zum Ölbahnhof, dann fahren wir zum Kupferfeld. Das sind eh nur 10 Sekunden, die eigentlich überall stehen bleibt. Ach, das ist schön, unsere kleine Zugstrecke. Boah, das ist so komisch, ne? Der kommt so langsam. Ja, es kommt so langsam rüber. Leute, Alter. Greifen gerade welche an. Boah. Und er hat doch getroffen, ne? Da kommt gerade eine ganze Welle. Das ist echt gefährlich, wenn da ein Zug so durchfährt und da ist gerade eine Welle, dann. Deswegen hat man stehen. Vorhin auch den Halbzug wahrscheinlich. Ja, genau wegen so einem Mist. So. Du hast übrigens Schaden genommen, du mit deinem Zug. Ja, der hat mich ja beschossen. Mhm. Und der hat mich beschossen und dann dadurch ist das passiert. Ja, jetzt fahren wir zum Kupferfeld. Ja, jetzt bin ich der Schaffner. Ach nee, ich bin ja auch nur hinten drin. Der Geisterschaffner. Die Frage ist, ob gerade zufällig der Zug da ist, hier unten. Nee, der ist gerade nicht da. Oh, hey. Überfahren. Ach du Scheiße. Ach, die sind uns verfolgt, die sind uns gefolgt. Ja. Oh, kacke, Mann. Da hinten ist, glaube ich, gerade eine Schiene kaputt gegangen. Shit. Hier drin sitzen ist echt gefährlich. Vor allem jetzt. Wo hier werden sie ja weggeballert, glaube ich. Ja, das soll ja kein Problem darstellen. Ah, doch. Die sollten aber noch in Range sein, oder? Aber wir haben so einen großen Tower. Vielleicht ist das ja wieder repariert. Die Frage ist, ist die Schiene jetzt wirklich im Arsch? Ich weiß es nicht. Ich will da jetzt auch nicht hinrennen. Ich würde schon gern mal gucken, aber gleichzeitig würde ich auch gucken, dass der Zug da unten. Oh, Reparatur, was? Ja, ich würde aber gucken, ob der Zug unten, wenn der Zug. Kannst du mal. Ja, weiß ich es nicht.
Der Zug unten, der könnte nämlich nerven nachher, ja, wenn wir hinfahren. Kannst du den mal stoppen? Ich weiß nicht, der Zug, wo du drin sitzt. Ja. Ah, hier oben wird ganz schön geballert. Pause. Ich lauf mal. Ja, da waren ja auch ein paar von den komischen Dingern. Aber ordentlich so. Kaputt. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier, wo jetzt. Komm mal mit. Hier ist. Nee, ist bloß eine Leiche hier. Okay. Ich glaube, nee, ist alles ganz. Alles ganz? Ich sehe hier nichts. Huch, da ist ja noch jemand. Ja. Alles ganz. Dann gehen wir schnell in den Zug, fahren runter und stoppen ihn aber dann. Okay. So dass wir den Baustellenzug vielleicht direkt ersetzen können. Dann können wir ja, den brauchen wir ja nicht mehr. Da haben wir ja schon ein bisschen was abgebaut, glaube ich. Ja, den halten wir dann einfach an. Alter, hier ist die ganze Zeit eine Wolke drinne. Okay, dann fahren wir zur 1 runter. Ich muss aber dann gleich Stopp drücken. Da unten. Ich hoffe, dass unser Bauzug gerade da ist. Alter, wie langsam das sich da voranstottert. Ja, wir haben ja noch gar keine Dings gesetzt, ne? Naja, das sowieso. Signale oder so. Also es gibt hier schon Signale, da wird hier schon die richtigen nehmen, aber unten gibt es noch keine. Ja. Ich würde jetzt hier, würde ich stoppen. Na ja, komm, nach ein bisschen weiterfahren jetzt ruhig können. Nee, hä, hier ist ein Signal. Hä, Moment mal. Ja, ja, hier unten müsste man vielleicht nochmal ein Signal. Hier, da ist der Zug ist gerade da. Ja, schnell, stopp, stopp, stopp. Ach so, ich muss den erstmal zumachen. So, und stopp. So, dann machen wir hier nämlich Signale noch hin. Warte, ich baue mal schnell welche. Ich habe noch welche einstellen gehabt. Hier erstmal in die Richtung das Signal. Hier machen wir mal von mir aus da eins hin. So und so. So, dadurch sind die jetzt auch deklariert, dass die in die Richtung fahren müssen. Und der kannst du jetzt abbauen. Der könnte jetzt eigentlich weg. Ja, dann nimm mit. Ah, da sind ein Haufen Sachen drin. Warte mal, ich mach die mal so. Die Züge nur weg. Und den Bahnhof weg. Ja, ich mach erstmal so. Erstmal so. Dann stürzt nicht. Ja, dann machen wir auch die Kreuzung weg, damit die brauchen wir nicht, aber trotzdem. Damit die Signale nicht irgendwie durcheinander kommen. So. Huch, jetzt bist du ja vorne drin. Das ist ja, eigentlich ist es ja hinten, ne? Nee, vorne. Nee, ist hinten, weißt du? Nee, doch, das ist vorne, stimmt. Ja. Hä, war ich nicht die ganze Zeit. Ach so, stimmt. Hä, saßt du vor uns die ganze Zeit vorne oder was? Ich saß jetzt gerade die ganze Zeit vorne. Also seit dem Kupferbahnhof. Achso, du bist umgesetzt, hast du dich. Ah, okay. Ja, weil du ja weggegangen bist. Dann ja, ja, passt schon. Jetzt versucht er ganz langsam dahin zu fahren. Ganz langsam. Mit seiner 120 Kilometer pro Stunde. Warum fährt er jetzt auf einmal nur... Achso, weil der hat drei Hänger. Ah. Ja, und der gibt ja noch ein bisschen Stoff. Der wird ja noch schneller. Wollen wir da nicht vielleicht eine zweite Lok von... dann müsstest du aber alle Bahnhöfe umbauen. Ja, das ist doof. Aber theoretisch könnte es funktionieren. Hm. So. Man könnte auch die hintere umdrehen. Oder ja, so, aber guck mal, wie viel Zeug der dabei hat. Also der muss jetzt nicht so oft fahren wie der andere, ne? Ja, alle 10 Sekunden ist eingestellt, dass er 10 Sekunden im Bahnhof bleibt. Jo, so, jetzt müssen wir eh ein bisschen umbauen da vorne. Wirst mal sehen, wie beschissen das gleich... Oh Gott, da überall wird gefressen an unseren Mauern. Ich habe auch ein paar Lasertürme dabei. Das ist sehr gut. So, hier müssen wir zum Beispiel umbauen, wo er auslädt und vor allem, ob er hier auslädt oder ob er woanders auslädt. Und stopp. Mal hier haben wir jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch ein Ausweichgleis gemacht, damit man hier auch noch ausladen kann. Oder halt hier. Mhm. So, hier ist zum Beispiel ist ganz gut, dass die Muni hier ist. Das passt ja schon mal. Die eine Munitionsart passt ja schon mal gut rein. Dann müssen wir die Munitionsart noch ein bisschen hier erweitern, das Band. Mal kurz gucken, wie wir das am besten machen ohne den Port. Müssen wir das außenrum machen? Ja. Machen wir das außenrum. Na klar. Aber wir haben ja Kisten dazwischen gepappt, sehe ich gerade hier. Ja. Das ist eine ganz normale Holzkiste. Und die muss von unten drauf. Das heißt, entweder wir machen das von unten drauf, dass von unten drauf geknickt wird. Oder wir machen es einfach hier ne, die Verbindung einfach so. Dass wir sagen, das geht von unten rein.
Ja, unten draufklicken ist doof. Ja, wie gesagt, ne, warte mal. So, so. Jetzt geht doch näher, dann, damit es unten dran kommt aufs Fließband. Okay, ja. Sieht zwar komisch aus, erfüllt aber seinen Zweck. So, haben wir noch ein paar Stromdinger, natürlich. Ach, hast du schon gesetzt. Ich hab schon. Okay, so, dann und dann noch die Anbieterkiste noch für die Kids. Für die coolen Reparaturkits. Für die Kids. Das können wir so machen, pass auf. Wir wollen nur noch zwei. Dann kannst du doch hier ausknicken. Mhm, genau. Ach, nach oben willst du es knicken? Nee, ich will das jetzt so knicken und so. Und hier können wir auch. Oh, ich würde trotzdem darüber eine Anbieterkiste machen. Ja, ja, genau, wollte ich gerade machen. So, intelligenter Knickarm. Ich würde trotzdem einen intelligenten machen, weil man nie genau weiß, was dann angeliefert wird. Nicht, dass hier mal was anderes reinfährt. Ne? Passt ja. Okay. So. Dann machen wir das hier weg. Die Kiste wird schon irgendwann leer gemacht. So, dann haben wir den jetzt quasi hier fertig. Da sind zumindest erstmal genug Reparaturkits da. Dann kann ich den mal wieder starten, dass der wieder zum Bahnhof fährt oder generell einfach wieder startet. Hier ist auch noch eine Anbieterkiste mit Reparaturkits. Guck mal, wie lange ist er eigentlich eingestellt? 10 Sekunden würde, glaube ich, reichen. Den können wir wegmachen. Gleich ab. Ah ja, stimmt. Huch. Na, ja, toll. Ja, den Einknickarm hättest du da lassen können, obwohl es ja egal ist. Ich habe jetzt ein bisschen Munition im Inventar. Ja, ein bisschen. Hä, wo fährt denn der jetzt hin? Der fährt jetzt wieder zum Bahnhof. Den haben wir eingestellt doch gerade. Ist alles. Achso, hast du gerade gemacht, okay. Ja. So, und der fährt jetzt wieder zurück. Und jetzt müsste man nämlich theoretisch die richtigen Züge, die dann herkommen, um das Erz ranzubringen, die müssten sich dann hier hinstellen oder. Ja, hier könnten sie sich auch hinstellen, theoretisch. Kurzzeitig. Dass wir hier ein Ausweichsignal machen, dass sie entweder hier sich hinstellen oder hier oben. Mhm. Zum Ausladen halt. Dann mache ich den Bahnhof, nenne ich jetzt mal Waschstraße. Ja, so. Der steht ja eigentlich nur kurz da. Das Problem ist nur, dass die ganze Strecke jetzt blockiert ist. Wir brauchen in der. Ah nee, Quatsch, ist ja gar nicht. Na doch, eigentlich brauchen wir noch ein paar Signale auf der Strecke. Ja, na klar, das auch noch. Das müssen wir auch noch machen. So, ich mache mal Kettensignale. So. Das hier vielleicht ein bisschen eher abknicken lassen, weil wir haben ja Platz genug. Damit wir hier ein bisschen Platz haben für die Knälis. Hier oben ist gerade richtig Party. Ach stimmt, ich wollte ja noch die Laser besetzen. Ja, die brauchen wir auch. Ah, ob die bis dahin kommen, weiß ich nicht. Hier ist nämlich kein Platz. Ah doch, der schießt schon mal auf irgendwas. Alter, okay. Ist natürlich wieder so einer, der resistent ist gegen Laser oder was. 99% Resistenz, aber er kriegt ihn nicht tot. Kacke. Mach noch einen hin, mach noch Brauchen einen. Mindestens zwei hier davon, ich krieg ja die Krise. Und jetzt schafft der das wenigstens. Ganz langsam, aber sie schaffen es. Aber sie schaffen es. Ja. Aber nur ganz langsam. Aber die schießen nur auf den einen, mach am besten noch zwei hier hin. Ja, dann. Oh, guck mal, wie viele da jetzt kommen. Ja, das ist ja kein Problem, die normalen Dinger schießen ja jetzt da drauf. Es geht ja nur darum, diese großen wegzukriegen. Diese richtig großen. Ja, das Sinnus-Ding, wenn ich den jetzt hier stehen habe, der schießt jetzt auch nur auf den einen, der. Die fressen ja auch ein bisschen Strom noch, ne? Das darf man nicht vergessen. 18 Megawatt pro Turm. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Reparatur ist aber alles drin hier, ne? Ja, sehr schön. So. Alter, was ist denn hier los? Alter, guck das mal an. Oh Gott, bestimmt, weil wir jetzt so weit hochschießen. Ja, ich schieße auch gerade ein bisschen mit der BFG drauf. Ich habe da auch gerade ein Nest weggehauen. Hat du gut gemacht. Schieß auch mal dahin. Oh, der hat gesessen. Da hinten ist ja noch so ein Nest. Kann ich da vielleicht hinschießen? Nee, habe ich schon probiert. Hey, ich konnte schießen gerade. Was? Ich habe auch das Nest getroffen. Muss genau in der Ecke sitzen. Dann geht, klappt das. Yeah, alles weggerottet da hinten. Okay. Sehr schön. Kommt uns ja nicht zu nah. Alter, guck mal, wie viele Perlen da schon wieder rumliegen. Oh ja, Mann. Waffe wechseln. Haben wir überhaupt noch Strom? Nicht, dass uns echt der Strom ausgeht. Ne, haben wir noch.
Ja. Noch geht's. Ja, cool. Zum Glück wird hier ab und zu mal Munition hochgebracht. Okay, ich gehe wieder weg, das ist mir zu laut. So, ich hoffe, dass das mit der Munition auch so hinhaut alles. So, unten müssen wir noch ein paar. Hier kommen sie auch ständig, also ja, hier in der Gegend, dass wir hier nochmal 3, 4 hinstellen. Ja, warte. Na. Unten. Hier so irgendwie in der Richtung. Ja, da schießt er ja schon. Ja, schön. Der hat, glaube ich, nicht so eine krasse Laserresistenz. Nee, der geht schnell weg. Aber es ist einfach nur, weil irgendwie immer hockt da einer da unten. Da hockt immer irgendwie einer, der einfach so das draufballert die ganze Zeit. Und von links an haben sie auch mal gerne geschossen mal. Echt? Da habe ich eigentlich die wenigsten Angriffe. Ja, siehst du ja auch, da liegen kaum Perlen. Ja, also wenn sie da stehen, ist ja kein Problem, wenn sie nicht gebraucht werden. Brauchen wir bloß 2 Kilowatt, wenn sie an sind. Das ist ja auch alles voll. Da oben, Alter, sowas explodiert da oben schon. Lauts, Alter. Diese Perlen. Ich glaube, diese Knickarme und so gehen ja. Die sehen aus wie Puffreis. Und da ist eine Maschine, ein Gerät kaputt. Wurde ersetzt gerade. Aus meinem Inventar. Alter, wie viel Schaden kriegen die denn hier? Können gar nicht gegenrepariert werden. What the fuck? Ne? Was schießt denn da? Das sind alles die großen, ne? Oh, wir sind bei Biter Evolution 100%. Geil, wir haben es geschafft. Ich helfe da mal eben. Ja, die Splitter müssen da erstmal weg und dann kann er die das großen Problem, wegmachen. Ich glaube eher das Problem nicht daran, dass jetzt immer wieder neue kommen. Ja. Weil wir sind zu nah. Vielleicht müssen wir da echt einstreiten. Ich gehe mal hier links raus. Wir müssen aufräumen, Tenchi. Komm. Geh hier links mal raus. Hä? Kommst du mit? Hier links an der Mauer? Links? Wir haben Wasser. Links an dem Wasser. Achso, ich wollte ja durch die Tür rausgehen. Achso. Ach, das ist viel zu weiter Weg. So. Ich hasse es aber, wenn ich so langsam laufen kann. Ne? Aber eigentlich ging es ja um das Dorf da rechts, sehe ich gerade. Ja, das sind aber die Kopfbänder von der beiden Seiten. Ich jetzt auch. Okay, ich habe das auf jeden Fall ordentlich dann noch. Oh, schnell zumachen. Noch ordentlich weggehauen, gerade noch rechts. Jetzt wird das mal wieder Haufen kommen. Was logisch ist, weil ja jetzt die Dings da sind. Ja, wir brauchen echt mehr Reparatur. Ich mache mal hier meine Reparaturbaubots hier rein. Aber wir müssen das auch wegräumen da, Tenchi. Das wird sonst nichts. Ich kann nicht alle da reinmachen. Aber es werden auch gar nicht alle gebraucht, sehe ich gerade. Es werden gar nicht alle Reparaturroboter gebaut. Alter, das sieht so geil aus. Diese ganzen Perlen, die da liegen. Oh Mann, ey. Ich bin so süchtig danach. Ich will die haben. Ich will die haben. Ich will die lecken. Ich will sie aufsammeln. Alle lecken. Aber lass uns mal hier unten einen Blauprint setzen in der Zwischenzeit. Ich nehme mir einfach mal ein paar Rap-Kits selber ins Inventar. Da kann ich nämlich auch mit reparieren hier. Okay. Machen Sie das. Ich baue hier unten mal ein bisschen weiter, okay? Ja, ja, ja. Blaupause haben wir ja hier, so. Ah, warte mal, die war ja eh falsch. Mit eh nochmal neu machen. Aber da muss ich mit runter, weil das ganze Zeug ja nicht da ist. Aber das ja, kriegen wir hier oben schon alleine hin irgendwie. So, irgendwie habe ich ja die Rohre vor uns vergessen mitzunehmen. So. Das ist auch falsch. Oh, habe ich denn schon. Ich höre irgendwelche Leute schreien, ey. Das ist total creepy irgendwie. Durchs Fenster irgendwie von der Straße. Oh, Leute, du hast das zu weit runtergezogen. Hier muss die Pipe langlaufen. Was habe ich gezogen? Zu weit runter, was? Hier. Die Kurve von den Schienen. Ja, es ging nicht anders. So, mal gucken. Kriegt man schon irgendwie hin. Gehe ich von aus. Ja doch, die müssen ja ein Stück. Ja, wir können doch das Rohr ein bisschen tiefer setzen. Ist doch kein Ding. Stimmt, haben wir ja. Haben wir ja Platz. Ja, haben wir doch Platz, Denji. So, das sind jetzt schon mal 4. Wir wollten ja 7 machen. Das heißt, ich könnte sogar noch einsetzen. So, und dann müssen wir noch einen vielleicht manuell machen oder so. Müssen wir gucken. Lalalalalala, baut. Ah, siehst du, was wir vergessen haben, Phantom Pipes zu bauen. Dann mache ich bei euch noch ein paar. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ja. So. Meine setzen nichts mehr. Doch. Okay, hier scheint alles da zu sein. Ach so, wir müssen ja auch das Anforderungsdinger löschen. Ach, siehst du, Anbieterkisten und so ein Scheiß habe ich noch nicht gebaut.
Ja, ja, man findet immer was Neues. Rohre fehlen hier noch ein paar. Was, wo? Hier bei den mittleren. So, und ja, Anbieterkiste ist auch da. Sehr schön. Drüben ist auch schon eine. Ich kann nichts mehr bauen. Ich habe alles gebaut, was zu bauen ist. Eine Zentrifuge habe ich sogar noch übrig. Hey, was ist denn? Ja, Strommasten könnte ich noch ein paar bauen. Warum reichen die Knickarme nicht? Hier oben reicht der Schnelle. Habe ich mich verrechnet? Ich habe doch auf dem schneller langer Knickarm. Irgendwie will der diese schnellen langen Knickarme. Greifarm, Tenchi. Ja, die schnellen langen Greifarme. Irgendwie will er die nicht setzen. Ich weiß auch nicht. Drüben hat er auch ein paar vergessen. Steht das nicht. Muss er wieder per Hand machen. Die hat er alle nicht gebaut. Ja doch. Hier zum Beispiel ist einer. Hier ist auch einer, hier ist keiner. Ist das merkwürdig oder sind das vielleicht doch andere? Kann gut sein. Hier fehlt noch ein Mittelrohr. So, dann... Untergrundröhrchen. Oh Gott, ich habe noch so viele Untergrundrohre. Normale Rohre fehlen ja auch noch hier. Hier fehlt noch ein normales Rohr hier unten. Ich glaube, ich habe keins. Ich weiß es nicht. Ich muss gerade noch die Knickarme machen. Alter, ist so dunkel. Ich habe aber eine hochenergische Lampe. So, ja, die ist hochenergisch. energetisch. Ja, Kniggis. So. Knick. Geht wieder nicht. Die Lampe habe ich nur gerade abgebaut, deswegen ist gerade dunkel geworden. Ach so. Die stand im Weg. Dann habe ich wieder eine neue gebaut. Dann ist wieder hell geworden. Hey Gott. Sehr schneller Greifarme fehlen hier auch noch eine ganze Weile. Wo sind die Rohre? Wo fehlen? Linke Seite fehlt eins. Okay, ich glaube, er hat es gebaut. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nur Doc gehört. Okay, vielleicht war ich das ja. Irgendwas wurde platziert. So. Naja, gut, der Strom hier unten wieder. Der fehlt hier wieder irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie fehlt da mal was. Ansonsten? Also, gut, die sehr schnellen Knicker, aber habe ich gar nicht mitbedacht. Die habe ich gar nicht gebaut, aber kann man ja machen. Sehr schnelle Knickarme, hier mal 5 Stück. So. Ja, das ist ja nicht das große Problem, ne? Aber die werden noch nicht gesetzt. Oh ne, warte mal, ist noch nicht fertig. Jetzt einer fertig. Doch, der wird gesetzt. Okay. Dann müssen wir schon mal die Rezepte ändern. Und zwar hier fangen wir an. Mach du das mal. Du siehst da am besten durch. Tue ich das, ja? Mhm. Kupfer haben wir schon. Dann machen wir jetzt Gold. Du kannst ja nach unten. Du kannst ja nach unten kopieren. Wir haben ja keine Munition. Oh, ist die leer? Ist die Muni schon leer? Ach, Mensch, Tenchi. Was denn? Was hast du hier gebaut? LOL! Ich wollte doch hier noch Untergrund bin. Siehst du irgendwie. Ich wollte das eigentlich noch machen. Ich hab's nur vergessen. Ja, zum Glück haben wir so viele Reserven auf dem Band gehabt, sonst wäre jetzt oben ein bisschen schlimm geworden. Wobei wir oben immer noch rumballern wie blöde. Oben ist nicht das Problem, unten. Also, ich meine, die ballern oben immer noch wie blöd. So, ich wollte jetzt noch was machen. Genau, einstellen. Muss ich dann noch nach unten kopieren noch. So. Hier haben wir jetzt das. Dann machen wir jetzt Dirty Silver. Okay, wir müssen die ein bisschen weiter auseinanderziehen, die Lasertürme. Tin Ore. Oder? Nee, das war schon Tin Ore gerade. Du darfst sie nicht so dicht zusammensetzen. Warum nicht? Weil die gerade die Sachen nicht angreifen, weil die auf einer ganz anderen Ecke stehen. Also ja, aber sonst schießt ja nur einer drauf. Wenn du einer drauf schießt, bringt das ja nichts. Siehst du ja. Der kriegt ihn nicht tot. Der schießt jetzt Sinus da. Nein, der kriegt ihn nicht tot. Ja, aber da brauchen wir mehr. Ja, eben. Deswegen habe ich zwei immer so an eine Ecke gesetzt. Die standen nur falsch. Die zwei standen nur falsch nebeneinander. Alter, diese übelste Rundung. So, wir haben jetzt aber, das habe ich jetzt eingestellt, ne? Das war jetzt das. Wir brauchen noch eine Bahn. Die hä? Fehlt ein. Nee, doch nicht. Ich dachte, die fehlt eine Zentrifuge, aber das stimmt gar nicht. Ich habe nur falsch eingestellt. So. So, dann kopiere erstmal runter und dann mache ich noch die letzte Bahn dran. Muss ich ja bloß noch kopieren quasi. Klick. Krass, klick, unsere schöne Waschanlage hier. Klick. Sieht richtig gut aus, ne? Ja, kannst du mit nach unten kopieren. Bei was? Autosaving. Naja, dir diese. Ich habe hier nur oben eingestellt, damit ich es kopieren kann. Hey, die sind alle eingestellt worden. Nein, nach unten kopieren.
Sind alle falsch eingestellt. Nur oben ist richtig eingestellt. Ah, da, das meinst du. Ich bin eh gleich fertig. Ich wollte gerade sagen. Ja, ist bloß noch das Goldding hier. Wie die. Ah, oh, hier fehlt noch eine Stromme. Weil der zu weit unten ist, so. Und der ist auch zu weit unten, lol. Gut, dann kopiere ich uns einfach noch eine Seite. Und dann sind wir fertig. Hast du die Anforderungskiste schon eingestellt? Nee, ne? Die habe ich nur gelöscht gehabt. Was ist das hier? Zink. Ich lass mir noch schnell die linke Seite kopieren. Okay, jetzt habe ich den Strom nicht mitgenommen, aber ist nicht so schlimm. So. Zink. Hier dran. Zink Erz. Bam. So. Was ist das? Das ist Wolfram. Und das ist dann. Ah nein, das ist Sludge Processing. Oh, lol. Kacke. Mhm. Ja, das sind gar nicht 7. Wir hätten bloß 6 gebraucht, weil ich das letzte mitgezählt hatte. Das war aber dieses Processing von diesen komischen Dingern da. Okay. Ah. Naja, egal. Mach ich wieder weg. Dirty Tin. Also Tin. Zinn. Ne? Was ist mit euch los? Hier. Ich hasse das. Ich muss per Hand aufsammeln. Silber? Ne, du brauchst ja bloß kopieren. So. Hast du rauskopiert oder hast du direkt gesucht? Hä? Ich hab bloß gesucht. Echt? Warum kopierst du nicht einfach raus? Weil der dann immer nur 2 macht. Das ja, ist kannst du erhöhen dann, aber das geht doch. Ja, es ist okay. Mach, wie du willst, Herr Ultra. Geht er viel schneller. Was? Ich bin schon längst fertig. Den einen habe ich schneller gemacht als du gerade. Ja, den einen. Geht viel schneller. Weil ich das ja wieder hochdrehen musste von der Zahl und alles. Das ist ja doof. Was? Ja. Schlaberst du? Die sind alle nebeneinander. Brauchst du nur draufklicken und fertig. Ach, passt schon. So, wir haben es geschafft. Was wird denn hier angebracht? Geschafft. Was ist denn das hier? Wolfram-Erz. Hä, Wolfram? Ja. Ja, von oben. Ach, das Dirty Tungsten Ore Clean. Ich dachte, man braucht da Tungsten, man braucht da Wolfram dafür. Ach so, kacke. Nee, man kriegt Dirty Tungsten dann raus. Ja, nee, ja, das habe ich, weil das andere heißt alles so, wie das Erz heißt, weißt du? Cleaning, Gold Cleaning und so. Ja. Deswegen habe ich in der letzten Folge gesagt, es gibt kein Wolfram Cleaning. Wolfram ist im Englischen Tungsten. Ja, ja, ich wollte nur sagen, ja, ich da, ja. Ich, nur weil ich in der letzten Folge gesagt habe. So, das wäre aber fertig. Geil, wir haben jetzt 27 Minuten. Wie sieht denn der Kampf da oben aus? Vielleicht sollen wir doch ein bisschen das ausrotten da oben. Das kann nicht sein, es hört einfach nicht mehr auf. Ja, dann gehen wir nochmal hoch, komm. So, erstmal hier drüber laufen. Nee, ich will den Scheiß nicht im Inventar haben. Alter, ist das geil. Ich finde das geil. Habe ich es doch im Inventar. Dieser eine Laserturm hier unten reicht einfach nicht. Nee, reicht es auch nicht. Mist, komme ich hier nicht rein. Aber hier sind gar keine Dinger mehr. Doch. Bin reingerannt. Ach Mist. Nein, die beißen mich alle. Bist du jetzt hingerannt? Ich bin ein bisschen zu weit rechts gerannt. Das ist ein ganz kleines Dorf, das wollte ich gerade wegmachen, aber... Da war es hier bisschen. Lebst du jetzt noch? Ja. Ich bin alive. I'm alive. Hey, ich habe keine Muni mehr. Scheiße, ich hätte das Dorf da oben ausgelöscht. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Löschst du das mal schnell aus? Kannst du? Oder hast du auch keine Muni mehr? Doch, ich habe noch. Haus weg, das Dorf. Haus weg, rennen. Ja, alle mir hinterher gerannt, Fahrt. Alles weg. So, das mussten wir jetzt einfach nochmal gemacht haben. So, Lasertürmchen stehen auch ein paar hier rum. Ja, so. Der geht mir echt auf den Keks hier. Der wird auch nicht getroffen von dem Laserturm da. Mist. Ich glaube, ich habe keine Lasertürmchen mehr. Na gut, jetzt heißt es nämlich dann, dass wir hier... die Signalketten wollte ich noch machen. Wie war denn das nochmal? Das muss man hier eine reinmachen, ne? War es ja, das schon? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Ich glaube, man müsste hier so und so machen.
Ja, solange sie nicht blinken, wenn sie nicht blinken, ist alles in Ordnung. Ja, jetzt kann er hier von hier aus gucken, ob er da hochfährt oder da hochfährt. Okay. Nur das Beladen. Irgendwo muss dieses wunderschöne Erze auch wieder beladen werden. Das ist auch die Frage, wo wir das machen. Ja, wir müssen ja die sauberen Sachen wieder wegbringen von hier. Genau, das ist dann das Beladen. Jetzt hier oben ist das Entladen. Jetzt müssen wir könnten von mir aus auch hier unten oder hier seitlich einfach ein Gleis machen, was so nach oben geht und dann nach rechts rausführt. Das geht müssen, auch. Könnten wir hier nochmal eine Abbiegung nach unten machen. Obwohl, da brauchen wir nochmal, da müssen wir nochmal eine Kurve machen hier unten, damit er wieder rausfahren kann. Ich glaube, das machen wir dann, dass wir hier unten so eine Kurve, weil wir mehr. Da brauchen wir aber erstmal die Kurve. Mehr Bahn brauchen. Ja, genau. Erstmal die Kurve machen quasi. Wobei wir da auch mal genau gucken müssen, wo die hochgehen muss. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind bei 30 Minuten. Das sollen wir vielleicht erst in der nächsten machen. ja. Okay, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.